Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Wald. Hier ist René von Auto Saxonia. Heute bin ich wieder auf Tour und zwar zum Teil 2 meiner Seetour bzw. meiner Tour, wo ich letztes Mal einen neuen Wald entdeckt habe. Hier geht's zum See. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich da nochmal hin will, um den euch zu zeigen. Ist ein altes Bergbaugebiet oder Braunkohleabbaugebiet. Da gibt es wunderbare weiße Sandstrände. Da will ich dann ganz mit. Heute ist Dieter mit dem Start. Der wechselt gerade nochmal die Hose und zieht sie fest zu, dass wir noch ein paar Kilometer laufen können. Denn ihr wisst ja, ne, der Fußbus fährt immer und wenn er fährt, sind die Haltestellen weit auseinander. Und ja, das ist aber nicht alles, was ich heute vorhab. Heute möchte ich noch neue Ausrüstung testen. Und zwar habe ich einen Wasserfilter dabei. Mein Plan ist es heute, was ich heute koche, vom Kaffee über Essen, nur mit Wasser aus dem See, was ich selber filter. Ich habe also kein Wasser weiter mit. Und das wird eine kleine Herausforderung, ist das erste Mal und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dabei. Natürlich wieder völlig bewölkt heute. Wir haben heute so um die 3 Grad. Bisschen Nieselregen. Eigentlich sollte es nicht regnen heute, aber es ist wie es ist. Und hoffen wir mal, das bleibt so, wenn wir Glück haben. Die Sonne hat vorhin schon den Versuch gestartet rauszukommen, aber ja, ich sehe da nicht wirklich eine Chance zu. So, da wollen wir mal weiter zum See. Mal hier, da geht da der Weg links ab und dann geht es vor zum Sandstrand. Ne? Natürlich solltest du auf dem Weg bleiben, weil außerhalb des Weges ist das streckenweise gefährlich. Ne? Das ist dann nicht so toll. So, gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Das kostet eher. Weihnachtsbaumparadies. Eine richtige Mondlandschaft hier. Sind auch viele Motorradfahrer oder Quadfahrer unterwegs. So ein bisschen Offroad, querfeldein. Bietet sich die Gegend natürlich an. Mal gucken, was das hier vorne, wie es hier aussieht. Hügel aus Sand. So, ein Jagdsitz hier unten. Es sind aber auch jede Menge Tierspuren im Sand. Ich schätze, hier ist nachts einiges zu erleben. Und wir sehen, wir haben den Strand erreicht. Das ist doch mal schick. Wahnsinn. Das ist ja mal speziell. Riesenberg aus Sand. Kann man sich seinen eigenen Privatstrand auffüllen damit. Ja. Hier kann man einen Endzeitfilm drehen, ja, das ist schon speziell. Auf der anderen Seite sieht es übrigens genauso aus. Da war ich einmal gewesen, da hinten, da drüben. Der Weg dahin war schon speziell. Das nenne ich doch mal einen Strand. Ja, Platz für ganz, ganz viele Liegestühle. Ich schaue mir jetzt mal das Wasser an, weil schließlich möchte ich das heute trinken. Nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und das hier völlig verseucht ist
mit Chemikalien, aber das glaube ich doch, denke ich mal nicht. Na, und dann bereiten wir uns erstmal eine kleine Mahlzeit. Ja, wir werden sehen. Es gibt für alles ein erstes Mal. Und heute ist mein erstes Mal Wasserfilter. Im Wasser geil, oder? Wenn jetzt Sommer wäre, gut, baden würde ich ja nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie welche baden sehen. Also das Wasser macht erstmal guten Eindruck. Und dort hinter, Dieter? Dahinter, wo so das, wo es grün ist, können wir dann hingehen. Mhm. Etwas urwüchsig hier alles. Schön. Macht irgendwie zufriedener und glücklicher, als wenn man zu Hause ist. Oh, Herrlein. Ja, absolut. Mit engen Räumen ist der Mensch nicht so. Ich komme auch zu Hause gut klar. Aber ich bin auch gerne mal so draußen unterwegs, weißt du? Aber dadurch, dass du eine Kaffeetasse schon in der Hand hast, werde ich das Gefühl nicht los. Du wartest schon drauf, dass es den Kaffee gibt. Gibt er noch gleich. Erst noch ein bisschen so den Ausblick hier genießen, das ist einfach so genial. Oh, ist das nicht ein schöner Ausblick? Herrlich, oder? Oh, fantastisch. So, dann wollen wir mal das gute Stück hier testen gehen. Das ist ein Wasserfilter. Mal schauen, wie das funktioniert. Im Video sah das alles ganz einfach aus. Ich denke mal, das ist auch ganz einfach. Oh, was ist denn hier gebaut? Na, entweder war das mal irgendwas. Ah, eine Feuerstelle. Hier hat da jemand drunter gepennt. Das ist doch ein Shelter. Das ist doch ein Shelter. Hier hat sich einer einen Shelter gebaut, drunter gepennt, Tarp drüber gespannt vielleicht und Feuerstelle hier vorne. Das ist ja mal eine ganz interessante Konstruktion. Hier hat sich jemand einen Shelter gebaut, nur durch Klemmwirkung. Das heißt, die Hölzer sind einfach nur so, Dieter, kannst du mal zeigen? Das ist einfach nur zusammengesteckt, das hält nur durch Klemmwirkung. Ist einfach nur ineinander geklemmt, die ganzen Stöcke. Kein einziges Paracord, keine einzige Schnur, keine Schraube, kein Nagel, gar nichts. Krass. Ja. Der angefangen hat, damit ist klar. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier am See und ich habe mir einen Wasserfilter zugelegt. Das hat einen besonderen Grund. Eigentlich trage ich mich schon seit über einem Jahr mit dem Gedanken, mir einen Wasserfilter zuzulegen, weil ich relativ viel unterwegs bin auf verschiedene Touren, auch auf mehrtägigen Touren und da wollte ich halt nicht immer so viel Wasser mitschleppen. Und gerade wenn man einen See in der Nähe hat, wie unsere letzte Wochenendtour mit Übernachtung, da hatten wir ja einen See, haben literweise Wasser mitgeschleppt, hätte ich mir natürlich mit sowas ersparen können. Da hatte ich den Filter noch nicht. Der ausschlaggebende Punkt war aber ein ganz anderer gewesen, warum ich den jetzt in dieser Woche geholt habe. Auch nicht wegen dem Black Friday, das kam zusätzlich noch begünstigend hinzu. Aber der Hauptgrund ist, dass ich letzte Woche gesehen hatte im Netz, dass Österreich, die Republik Österreich, jetzt landesweit Plakatwerbung macht in ganz Österreich über Blackout-Vorbeugung. Die rufen also gezielt auf den Plakaten, Leute sollen zu Hause vorbereiten, sollen sich Vorräte anschaffen und so weiter und so fort. Also einfach gerüstet zu sein für einen Blackout. Wenn ein ganzes Land schon darauf hinweist, mit Plakaten auf der Straße und in Deutschland noch drüber gelacht wird, mache ich mir ernsthafte Gedanken. Also, wie gesagt, Filter wollte ich sowieso, damit ich einfach unabhängig bin bei Touren. Aber das war einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, holst du ihn dir jetzt. So, weil dann habe ich den Vorteil, ich muss nicht flaschenweise Wasser kaufen für zu Hause, wenn mal Stromausfall ist oder Blackout oder wie auch immer. Wenn ich das habe, kann ich einfach zum nächstgelegenen See oder Fluss in meiner Nähe, da gibt es einige, gehen und mir einfach dann dort jede Menge Wasser filtern, umfüllen in meine anderen Flaschen und gehe dann mit 5 Liter Wasser nach Hause und komme 2 Tage hin. Gar kein Problem. Ja, Filter gibt es ganz, ganz viele. Jetzt habe ich überlegt, was für ein Filter. Ich habe lange verglichen, das hatte ich schon vor einem Jahr. Und ich bin jetzt auf diesen Filter von Quail, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Ich glaube Quail.
Es ist eine amerikanische Firma, die ist ein innovatives Unternehmen, die das Ding schon seit einer Weile am Markt haben. Denen ging es darum, einen Filter zu haben, der unkompliziert ist und praktikabel. Das heißt, das Ding filtert zu 99,9% eine ganze Liste an Viren raus, an Bakterien raus, an Schwebstoffen, an Schwermetallen. Also nicht jeder Filter deckt hier alles ab, aber der deckt so ziemlich alles ab und das auch noch für einen Preis, der angemessen ist. Also ich habe das Ding nicht gesponsert bekommen, ich habe die mir tatsächlich selber geholt. Also keine Werbung jetzt hier. Mir geht es nur ganz grundsätzlich um Wasserfilter. Ich habe halt noch nie einen. So, Prinzip ist ganz einfach. Hier ist der Filter, ist ein Schraubfilter. Dieser Filter ist laut Angabe vom Hersteller, soll der für 250 Liter Wasser ausgelegt sein. Dann soll er gewechselt werden. 250, das wären ja 250 Wasserflaschen voll, Literflaschen. Ist eine ganze Menge an Wasser. Da kriege ich bei einem Stromausfall schon mal die ganze Familie versorgt damit. Ansonsten kann man diesen Filter auch, der ist noch dran geschraubt, abschrauben, wechseln, kostet 25 Euro ein neuer Filter. Und dann habe ich wieder für 250 Liter Wasser. Ich denke, das ist vom Preis-Leistung oder vom Wert, was der Filter kann, leisten kann, doch ein ordentlicher Wert. Ja, wie soll das funktionieren? Das ist die Schmutzwasserflasche, mit der geht man ins Wasser, werde ich gleich mal machen. Dann kommt dieser Filter einfach nur hier rein. Der ist relativ dicht, hier kann kein Wasser vorbei. Die Kappe soll hier oben geöffnet werden, damit die Luft reinkommt. Dann wird der Filter durchgepresst durch das Schmutzwasser. Ja, und das war es gewesen, dann kann man trinken. Also so einfacher geht es ganz einfach nicht. Oder man kann sich dann umfüllen in seine andere normale Trinkflasche oder wie auch immer. Das Ding hat ein Fassungsvermögen von 0,75, also ein Dreiviertel Liter. Den gibt es auch noch in so einer Small-Form oder Ultraleicht-Variante mit einem halben Liter. Kostet aber bloß 10 Euro weniger, also macht keinen Sinn, sich das Ding zu holen. Dann lieber gleich den. Das war es eigentlich, was es dazu zu sagen gibt. Das überlege ich. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, filtert wie gesagt eine ganze Menge, nimmt so viel Platz weg in der Tasche wie eine Wasserflasche, wie meine Literflasche und ersetzt mir aber ganz, ganz viele Liter. Und das finde ich einfach eine praktische Sache. Gerade wenn man am See ist, so wie heute, oder wenn man Übernachtung am See macht oder weiß der Kuckuck was. Ne? Immer sauberes, klares Wasser. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich hole jetzt Wasser, mache damit gleich eine Bockwurst warm, danach hole ich nochmal Wasser. Und dann wird Kaffee gekocht und dann kommt der ultimative Geschmackstest. Da sind schon ganz viele Schwebeteile drin im Wasser. Oh, muss man ganz schön drücken, du. So, ein was habe ich noch vergessen zu sagen. Laut Hersteller hat er einen Durchfluss von 5 Liter pro Minute. Also da läuft, ja, das ging jetzt 3/4 Liter, aber relativ schnell gefiltert. Von der Sache her könnte ich jetzt ansetzen und trinken. Ich fülle mir das aber um in die Kaffeekanne, in den Topf für die Würste. So, ich gehe mal aus dem Wasser raus. Bei der Gelegenheit gleich mal getestet, ob meine neuen Hike-Stiefel auch tatsächlich wasserfest sind. Bis jetzt schon. So, dann gib mal die Kartusche. Heute mal mit Gas. Schnell und simpel. So, Versuch Nummer 2. Ich muss gar nicht so drücken, das zieht sich dann selber, das braucht ja auch ein bisschen Durchsatz. Also das ist ja Widerstand. Das geht ja durch einen Aktivkohlefilter. Ach, du hast vergessen oben aufzumachen, du musst natürlich das Ventil aufmachen, damit die Luft rauskommt beim Drücken. Ja, sonst wird das, also geht es deutlich einfacher. Ne? Also Leute, nicht vergessen das Ventil oben aufzumachen,
das Trinkventil. Das wird rausgeschnitten. Da, der Fehler. Das lassen wir drin, weil wenn das uns passiert, passiert das höchstwahrscheinlich vielen oder einigen anderen auch. Und deswegen... Genau, Selbstversuch jetzt mal das Wasser pur zu trinken. Schmeckt das nach Metall? Schmeckt nach Metall? Muss man einfach probieren. Ja, hat einen ganz feinen metallischen Geschmack. Ich weiß aber auch nicht, ob das vom Wasserfilter vielleicht selber kommt, dass da irgendwas drin ist in dem Aktiv. Keine Ahnung, da muss ich mal nochmal. Aber Wasser ist glasklar. Also optisch passt, geschmacklich ganz leicht mehr. Aber man weiß natürlich auch nicht, was in dem See alles hier. Ich denke. Für unseren Zweck heute soll es reichen. Schon mal für einen Kaffee das erste Mal und ich hole gleich noch mal eine volle Flasche. Leute, ich wünsche euch einen guten. Thomas Bockwurst. Knackig. Herzhaft. So, der Kaffee ist am Start, beziehungsweise das Wasser ist auf dem Weg zum Kochen. Jetzt fängt es hier verstärkt an zu regnen. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf, damit wir einen Kaffee in Trocknen genießen können. Ja, wer von euch Erfahrung gemacht hat mit Wasserfiltern in Bezug auf Geschmack, ich meine, dass der Filter alles rausfiltert an Schwebstoffen, an Schwermetallen, an Viren und so, das sagt ja erst einmal nichts über den Geschmack aus. Das bedeutet ja nicht, dass ein schmutziges Wasser, was ekelhaft schmeckt, durch einen Filter hinterher lecker schmeckt. Also ich glaube, das macht der Filter nicht. Das kann er, glaube ich, auch nicht den Geschmack komplett verändern. Aber er kann dafür Sorge tragen, es schmeckt zwar immer noch scheiße, aber mir passiert nichts. Ich denke, dass das der Grundgedanke von dem Wasserfilter ist. Ist eine These von mir. Wenn von euch jemand Erfahrung hat mit Wasserfiltern oder vielleicht sogar mit dem Modell, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, gerade auch in Hinsicht auf Geschmack. Ich denke, wenn ich in einen anderen See gehe, dort Wasser rausnehme und filtere, schmeckt das sicherlich ganz anders wieder. Ja. Und wir genießen jetzt mal noch den Regen. Prost. Käffchen. Mit Wasser aus dem See. Ja. So Dieter, was sollen wir machen? Noch im Regen dahinter laufen zum anderen Strand. Du willst dahinter gucken. Deine Jacke hält dicht. Okay. Dann haben wir heute noch einen Weg bis zum anderen Ufer des Sees, genau gegenüber. Da muss irgendwie das Werk gewesen sein. Also vom Bergwerk, irgendeine Fabrik oder Pumpfabrik, irgendwie sind da drüben Werkhallen, direkt am Wasser. Muss irgendwas mit dem See und mit dem Bergbau zu tun haben. Oder mit dem Kohleabbau, besser gesagt. Ja, zählt ja auch Bergbau. Mal schauen, was es ist. Da war ich noch nicht gewesen bis jetzt. Den ganzen Sandstrand bis darüber laufen. Das ist mal locker hier ein Kilometer Sandstrand. Das ist einfach herrlich. Das mitten in der Pampa. So, weiter geht's. Jetzt wird das unsere Wanderung, eine kleine Lost Place Tour. Wir wollen einfach mal schauen, was es mit dieser Fabrik, Gelände, mit dieser Fabrik oder was auch immer das ist, hier am See auf sich hat. Die Sonne versucht sich durchzukämpfen, kommt da ein bisschen raus, wird sie wahrscheinlich heute nicht schaffen. Die Mondlandschaft nimmt kein Ende. Aber fast sind wir am anderen Ufer oder auf der anderen Seite, zumindest auf dem Weg. Das ist nur noch ein ganzes Stück. So, wir werden jetzt die Heimreise antreten.
Da hinten kamen nämlich ein paar Leute lang, die wir nicht zuordnen können, wer die sind. Nicht, dass es hier ein Werkschutz oder irgend sowas ist, weil das ist alles Bergbaugebiet. Hier ist zwar nichts, aber es ist trotzdem Betriebsgelände. Dafür sieht man eben viel. Hier unten ist ein See. Da sieht das Wasser nicht so prall aus. Ne, da ist das schon eher komplett braun, gelbbraun. Da würde ich den Wasserfilter lieber nicht zum Einsatz bringen. Ne, aber gut, hier drüben haben wir der See. Wir sind jetzt schon bis ins andere Ufer rüber gelaufen. Und hier, denke ich mal, sind wir ungefähr an 2-2,5 Kilometern wieder im Auto. Dann mal los. So, ihr Lieben, es ist die Sonne doch noch rausgekommen. Wir sind auf dem Rückweg, kommen gleich an unserer Kochstelle wieder vorbei hier vom letzten Mal. Ja, wir genießen noch ein bisschen den Wald, das Flair, die frische Luft und die Sonne. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René von Outdoor Saxonia. Bye, bye.